Ein weiterer Aspekt, der uns die Wichtigkeit der Tazkiya zeigt, ist einfach folgendes Phänomen, folgender Fakt. Die Aufgabe, eines der Hauptaufgaben der Propheten. Die Propheten wurden nicht für niedere Aufgaben, für nicht wichtige Aufgaben geschickt. Propheten waren auch keine Wahrsager, weil in einigen Religionen stellt man sich unter Propheten Wahrsager vor. Was ist die Aufgabe des Propheten? Du gehst zu ihm und fragst ihn, das und das wurde gestohlen, wo ist das? Was passiert morgen? Was war gestern passiert? Wer ist mein Vater? Wer ist nicht mein Vater? Das ist die Aufgabe eines Wahrsagers, sowas. Die Propheten wurden für etwas anderes geschickt, und zwar um die menschliche mögliche Vollkommenheiten oder den Menschen so weit wie möglich zu vervollkommnen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Ich wurde nur ausgeschickt, um die herrlichen, die vorzüglichsten Charaktereigenschaften des Menschen zu vervollkommnen. Und Allah Ta'ala erwähnt die Aufgaben des Propheten. Er sagt, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Eine Aufgabe. وَيُزَكِّيهِمْ. Zweite Aufgabe. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Das ist die dritte Aufgabe. Allah hat den Gläubigen wahrlich eine Gunst und Gnade erwiesen, als er ihnen einen Propheten aus ihrer Mitte, also aus ihrer Mitte, damit ist gemeint, als Menschen ausgeschickt hat, aus ihrer Gattung. Er hat ihnen eine Gnade erwiesen. Was sind die Aufgaben dieses Propheten, dieses menschlichen Propheten? So, er sagt, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. Er verliest ihnen seine Verse, seine Zeichen, also die Offenbarung. Das ist eine Aufgabe. Die nächste Aufgabe, وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Er bringt ihnen das Buch und die Weisheit bei. Und das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, es gibt eine Aufgabe, das ist die ledigliche Verlesung, richtig? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. Er verliest ihnen die Verse. Also er trägt sie ihnen so vor, wie sie offenbart worden sind. Das aber nicht. Das ist nicht alleine seine Aufgabe, da gibt es noch eine weitere Aufgabe. Und er lehrt sie das Buch, was er ihnen vorher verlesen hat. Das heißt die Interpretation und die Deutung des Buches. Wal-Hikma und die Weisheit. Was ist die Weisheit? Die Weisheit ist hier die Sunna. Die Weisheit in diesem Vers ist die Sunna. Er hat noch eine Aufgabe. وَيُزَكِّيهِمْ. Und erläutert sie. وَيُزَكِّيهِمْ. Hier hören wir auch wieder das Wort der Tazkiya. Erläutert sie. Also er zeigt ihnen das, theoretisch, lebt das praktisch vor.